Michael Michalski ist mutig, tolerant und individuell. Drei Worte für Michalski, die reichen nicht. Michalski ist einfach lässig. Michi ist halt ein Künstler, ne? Außergewöhnlich. Charmant. Jung, frisch. Liebevoll. Und es ist schön, dass er da ist. Michalski ist Michael. Und das Thema ist ja diesmal Toleranz. Da geht es halt um Multikulti, Schwarz und Weiß, Frau und Mann oder was dazwischen liegt. Ich denke mal, das ist halt ein Designer, der sein Motto auch wirklich meint. Also der auch wirklich tolerant ist und das wirklich nach außen trägt. Ohne Toleranz geht ja gar nichts. Also dann kannst du ja den ganzen Kram hier gar nicht machen. Die Maschinerie ist jetzt losgegangen, die kann man nicht mehr anhalten. Das ist wie wenn man einen Öltanker übers Meer schifft und der bremst, dann dauert das ja auch ein paar Kilometer, bis er steht. Geh los! Ich wollte ja schon lange Swimwear machen und ich will ja, dass Michalski ein komplettes Lifestyle-Label wird. Und bisher habe ich ja eher die Sachen gemacht, die man fürs alltägliche Leben braucht. Und dann habe ich mich mit Lascana getroffen, die ja in Deutschland Marktführer sind. Und habe ich mich gefreut, dass ich jetzt eben eine spezielle Kollektion für die designe, die eben heißt Lascana bei Michalski. Hat sie denn gefallen? Ja. Das war eine legendäre Auswahl. Mode sehr toll. Wow, was für ein Highlight. Ich mochte vor allen Dingen diese schwarzen Badeanzüge, die so ein bisschen wie Latex ausgesehen haben. I liked all of his bathing suits, but from the first one I love white. And I liked this suit all in one, off the shoulder. Jetzt kommt die Aftershow-Party, auf die freue ich mich natürlich, aber ich bin auch echt groggy, muss ich sagen. Okay. Ihr drei könnt doch wirklich alle von den Bikinis tragen.